Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler, ich darf Sie und euch recht herzlich zu einer neuen Auflage unserer, wie wir es nennen, Jobbörse, Berufsinfobörse hier an der Böselager Realschule begrüßen. Ich wünsche uns allen hier heute wichtige Gespräche, gute Gespräche. Ich hoffe, dass viele erste Kontakte geknüpft werden zwischen den Schülern und den Betrieben. Und wer alles hier ist, kann man natürlich im Einzelnen nicht aufzählen, aber ich möchte einige stellvertretend nennen. Ich darf erstmal von der Wirtschaftsförderung den Herrn Hackenbuch begrüßen, von der Kreisverwaltung. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Wehrshofen, stellvertretend für die Handwerkskammer. Dann, wo ist der Herr Dr. Greulich? Ich habe ihn eben noch gesehen. Ja, das ist zu groß, die Hackage. Und natürlich alle anderen Betriebe auch. Viele Schulen sind da, Polizei, Bundeswehr, alle möglichen da. Also ich kann nicht alle aufzählen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und unser Dasein hier bereichern. Es ist ein Punkt nur in der Berufsausbildung oder der Forderung der Berufsausbildung, die wir hier an dieser Schule durchführen. Das fängt natürlich an mit dem Wartfischfach in der 6. Klasse bereits. Es geht weiter mit den Praktika in den Betrieben, zweiwöchiges. Wir hatten am Freitag hatten wir Training hier, wie benehme ich mich, wie führe ich Bewerbungsgespräche. Ich hoffe, das hat was genutzt. Und heute ist dann der Höhepunkt mit dieser Börse. Sie sind alle herzlich eingeladen, drüben ist die Cafeteria. Da können Sie, wenn Sie irgendwann mal Zeit haben, dazwischen gerne hingehen, was essen, was trinken. Ich darf mich aber auch bei den beiden Organisatoren noch bedanken, die das hier auf die Beine gestellt haben, den Herrn Mochschausen und den Herrn Breuer. Ein herzliches Dankeschön. Ja, das war's auch schon. Schöne Gespräche, ein gutes Gelingen. Und dann kann man das Rohr so biegen. Ja? Also das ist die Ja, die Berufsinfo hier an der Schule ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für die Schüler, sich zu informieren, sich einen Überblick zu verschaffen und vielleicht den Einstieg in den Beruf zu finden. Wir werden dann zum Beispiel hier rein. Kann man das lieber gerne drin, draußen, bist du ein Teamworker? Also die Berufsinfobörse hier an der Realschule ist eine ganz hervorragende Sache. Man kommt mit den jungen Menschen ins Gespräch. Und man stellt immer wieder fest, dass ganz wenig über das Handwerk Wissen vorhanden ist. Und man kann doch dem einen oder anderen dann so ein bisschen Fragen beantworten und das Handwerk näher bringen.
Ich denke, dass wir auch mit den Eltern damals sprechen müssen und denen auch sagen, dass im Handwerk eine gute Ausbildung stattfindet und auch viel Geld verdient werden kann. Jedenfalls ist es eine ganz super Sache geworden und es hat toll Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, der milchwirtschaftliche Laborant ist in der Milchverarbeitung. Man lernt viel, man kann sich viel Wissen aneignen in den Schulen. Biologie wird unterrichtet, Anatomie, wie funktioniert der menschliche Körper, aber auch natürlich die Pflege. Genau, wie man richtig. Also dauert 2 Jahre in der Klasse 11 in Schule. Und dann wird man in der Klasse 11 nur. Natürlich muss jeder sein.